Okay, good morning, everybody. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier beim Destination Day auf der ITB Berlin 2018. Wir sprechen heute über Overtourism, über zu viel Tourismus. Das ist auch ein wichtiges Thema für den gesamten Kongress der ITB dieses Jahr. Wir haben ein sehr gutes Programm für Sie zusammengestellt. Wir unterteilen das in den Vormittag und in den Nachmittag. Overtourism ist etwas, worüber wir sehr viel in der Presse lesen. Es geht um große Kreuzfahrtschiffe, die nach Venedig reinfahren oder verschiedene Orte, wie beispielsweise Sydney und auch die Ozeanwege, europäische Städte, die übervölkert sind, Ortsansässige, die überhaupt keine Wohnungen mehr finden, weil Airbnb überall ist. Das sind so die Geschichten, die wir hören. Heute haben wir eine ganze Reihe verschiedener Redner zusammengestellt, um verschiedene Meinungen zu sehen. Wir sprechen heute über die Konsequenzen von Overtourism in Europa und auch anderswo. Wir sprechen auch über einige der Ursachen. Was verursacht denn diesen Übertourismus, diesen Overtourism? Einige denken auch, dass es etwas Positives ist. Diejenigen Destinationen, die nicht genügend Touristen haben, möchten vielleicht mehr bekommen oder umgekehrt. Das ist also eine Sache der Planung. Man muss ein gutes Gleichgewicht herstellen. Wir sprechen weiterhin auch heute über Lösungen. Hoffentlich sprechen wir nicht nur über Lösungen für einige der Symptome, die wir sehen, sondern über mehr, also beispielsweise über überbuchte Museen, zu viele Menschen an zu vielen Orten gleichzeitig. Nein, wir sprechen auch über die Probleme, wie kann man die Tourismusstrategie verändern, wie können wir die Reiseziele umplanen, um sicherzustellen, dass wir mit diesen Problemen in der Zukunft nicht mehr zu kämpfen haben. Ich denke, diese ganze Diskussion ist eine wichtige. Wir sind wahrscheinlich einer Meinung, dass an einigen Orten zu viele Besucher vorhanden sind. Zu gewissen Zeiten des Jahres oder des Tages ist es wirklich wichtig, dass wir hier entsprechend Management betreiben. Wir haben das auch in anderen Branchen gesehen. Wir brauchen entsprechende Lösungen, wie wir den Tourismus auch messen können. Wir sprechen über Zahlen hier beim Tourismus. Wollen wir wirklich immer mehr Touristen und Touristinnen haben? Eine der Fragen, die wir heute auch diskutieren müssen, ist, welche Art von Touristen wollen wir denn? Ist ein Tourist mit einem anderen zu vergleichen? Sind die alle gleich? Oder sollten wir uns eher damit beschäftigen, was wir aus dem Fremdenverkehr insgesamt herausziehen möchten, um die richtigen Touristen anzuziehen, um auch die finanziellen Ziele erreichen zu können? Ich sprach über das Gleichgewicht zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg und der sozialen Nachhaltigkeit eines Ortes. Das heißt also, dass die Menschen zum Beispiel nicht aus der Innenstadt verdrängt werden, weil da zu viele Touristen sind. Es geht auch um die ökologische Tragfähigkeit der Reiseziele. Das sind alles Themen, über die wir heute sprechen werden, mit verschiedenen Experten und Expertinnen aus diesem Bereich. Nun, zunächst einmal Folgendes. Um 11 Uhr habe ich die große Freude, Ihnen Kollegen aus der deutschen Forschung vorstellen zu können. Weiterhin haben wir wissenschaftliche Experten für Sie eingeladen. Wir haben exklusive Studien vorgesehen, die wir heute vorstellen werden, die Sie für die ITB konzipiert haben. Es geht hierbei über Overtourism. Welche Maßnahmen können die Reiseziele ergreifen, um diese Themen in den Griff zu bekommen? Und was sind eigentlich die besten Ansätze in Europa? Wir haben dann auch eine interessante Diskussion vorgesehen, um zu schauen, wie das genau anzuwenden ist. Um 12 Uhr dann sprechen wir mit einigen dieser Reisezielvertreter. Wir gehen zum Beispiel nach Dubrovnik. Der Bürgermeister ist hier. Wir sprechen über den Tourismus in Amsterdam. Und wir haben auch den Tourismusverantwortlichen aus Barcelona eingeladen. Wir sprechen dann über die Konsequenzen des Overtourism auf diese Reisezielen. Oftmals hört man das in den Medien. Das sind ja so die Haupturlaubsziele in Europa, die mit Overtourism zu kämpfen haben. Das sind natürlich nur einige Beispiele und wir hoffen auf einige Lösungen, wie wir Overtourism, also diesen Übertourismus,
angehen können. Um 1 Uhr dann beschäftigen wir uns mit der Kreuzfahrtbranche in einigen karibischen Ländern und auch im Mittelmeer haben die Kreuzfahrten natürlich Konsequenzen, denn auch sie sind verantwortlich für den Overtourism. Sehr viele Schiffe kommen innerhalb von kurzer Zeit, sehr viele Menschen kommen dann in den Reisezielen an. Diese Branche wächst wesentlich und um 1 Uhr sprechen wir dann in einem Podium darüber, was man tun kann, wie die Zukunft auch aussehen wird. Um 2 Uhr dann beschäftigen wir uns mit Unterkünften und der Sharing Economy. In vielen Reisezielen gibt es Probleme mit den verschiedenen Bestimmungen im Hinblick auf Zweitwohnsitze. Wie soll man damit umgehen? Ist das eigentlich eine Herausforderung, eine Chance für die Tourismusszene? Ist es etwas Positives für die Hotels? Ist das eine zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit oder eher als Problem zu sehen? Und 3 Uhr dann haben wir einen Partner hier bei uns, Studiosus. Wir sprechen dann über die Nachhaltigkeit des neuesten Tourismusbooms in Griechenland. Griechenland hat Hilfe der EU erhalten, aber diese Hilfe läuft aus. Griechenland muss wieder auf den eigenen Beinen stehen. Wie sieht es aus mit diesem Anstieg des Wachstums in Griechenland? Kann das aufrechterhalten werden? Das müssen wir noch sehen. Da können Sie gerne um 3 Uhr bei der Diskussion teilnehmen. Um 4 Uhr dann beschäftigen wir uns mit Reisemarken und verschiedenen Vertretern. Es sind bestimmt auch einige heute hier zugegen. Wie sieht es aus mit den chinesischen Millennials, die um das Jahr 2000 geborenen. Und es gibt auch interessante Einsichten dann, wie wir hier zu Wachstum helfen können. Um 5 Uhr, last but not least, haben wir auch noch etwas vorgesehen. Dann haben wir den runden Tisch der ITB mit Ministern. Wir diskutieren dann über die Fremdenverkehrspolitik. Welchen Beitrag kann diese Politik leisten, um Tourismusdestinationen und Strategien zu managen, um sicherzustellen, dass das alles nachhaltig ist, um zu vermeiden, dass der Tourismus zu negativen Konsequenzen führt. Das wird also eine Diskussion geben mit den Tourismusministern von Albanien, Indien, Jamaika, Jordanien und auch der Katar-Tourismusbehörde, der Vertreter der katarischen Tourismusbehörde. Es geht dann um politische Maßnahmen, wie man Overtourism in den Griff bekommen kann und die Regionen unterstützen kann. Wie Sie sehen können, haben wir eine ganze Reihe von Rednern und Rednerinnen eingeladen, um dieses wichtige Thema anzugehen. Wir sprechen über Konsequenzen für die Reiseziele. Wir sprechen auch über die Ursachen, Symptome und die wahren Probleme. Und dann sprechen wir auch noch über Lösungen. Schließlich und endlich können wir alle auch einige Lektionen mit nach Hause nehmen, so hoffen wir, damit Sie das in Ihren Geschäften auch anwenden können, um sicherzustellen, dass der Tourismus in der Zukunft nachhaltig wachsen kann. Nun, genau das haben wir für Sie heute alles vorgesehen. Natürlich ist all dies nicht möglich ohne irgendwelche Verwaltung im Hintergrund. Hier gibt es auch sehr interessante Dinge, die wir vorbereitet haben. Wir haben einen grafischen Künstler. Diese grafische Künstlerin begleitet unsere Sitzung. Sie wird Bilder malen während der Sitzen. Das heißt, es gibt eine grafische Aufzeichnung dessen, was gesagt wird. Und diese Bilder werden dann auch ausgestellt draußen in der Halle. Es wird ein ganzes Buch hergestellt. Sie können also den ITB-Kongress in Bildern verfolgen von der Dame, die diese Zeichnungen anfertigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abstimmung. Wenn Sie mal rechts an Ihren Stühlen schauen, da haben Sie ein kleines Gerät, mit dem Sie abstimmen können, indem Sie da drauf drücken. Im Laufe des Tages werden die verschiedenen Moderatoren Fragen stellen. Wir versuchen das gleich mal, um das auszuprobieren, ob das funktioniert mit den Geräten.
Und dann erhalten wir dadurch Feedback aus dem Publikum. Dann sehen wir, was Sie zu gewissen Themen denken. Das heißt, Sie sind heute Teil dieser Diskussion. In einem so großen Raum ist es leider nicht möglich, mit Handzeichen zu arbeiten und Mikrofone herumzureichen. Stattdessen nutzen wir also diese Abstimmgeräte. Das funktioniert alles live und dadurch können Sie Ihre Meinungen zu den verschiedenen Themen kundtun. Ich bitte Sie also jetzt schon dazu, auch hierbei mitzumachen. Schließlich und endlich möchte ich noch einmal sagen, dass es ganz tolle Sitzungen hier auf der ITB gibt. Sie können natürlich nicht alle sehen. Jetzt gleichzeitig finden ja andere Konferenzen statt. Aber Sie haben Glück, denn alles wird aufgezeichnet, in den Hauptsälen zumindest. Und auf dem YouTube-Kanal des ITB-Kongresses können Sie sich auch die anderen Diskussionen dann anschauen. Die, die Sie verpasst haben, können Sie einfach später noch anschauen. Hunderte und Hunderte von Stunden Videos werden hier auf der ITB aufgezeichnet. Also es gibt wirklich im Nachhinein dann noch Zeit für Sie, dass Sie sich das alles anschauen können, wenn Sie möchten. Last but not least danke ich den Sponsoren für den ITB-Kongress. Sie ermöglichen dieses Programm überhaupt erst. Dieses Jahr haben wir Sambia als den Kongress- und Kulturpartner der ITB 2018 und wir haben die World Tourism Cities Federation als Co-Gastgeber. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung für den Kongress. Dann haben wir weiterhin einen Platinum-Sponsor hier. Und dieser Destination Day heute wird von INSEE Group unterstützt. Und last but not least natürlich Studiosus. Studiosus sponsert eine der Sitzungen heute Nachmittag um 3 Uhr. Und sie stellen diese Sitzung auch vor und sprechen über den Tourismus in Griechenland. Ja, wir haben also sehr viel auf der Tagesordnung. Vielleicht sollten wir gleich beginnen. Ich bitte Sie mal, Ihre Geräte zu nehmen, mit denen Sie dann klickend abstimmen können. Die sollten Sie eigentlich rechts von sich finden. Vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die erste Frage heute lautet: Wir sprachen ja über den Overtourism, also dieses zu viel an Tourismus. Wie groß will das Overtourism-Problem in der Zukunft sein? Das ist die erste Frage. Was ist Ihre Meinung dazu? Sie können abstimmen. Well, okay. That's quite clear. Ja, das ist ein eindeutiges Ergebnis. Es wird also in der Zukunft ein Problem darstellen. Gut, dass wir das heute Morgen gefragt haben, weil wir jetzt den ganzen Tag über Zeit haben, um zu versuchen, gemeinsam Lösungen hier zu finden. Beginnen wir nun mit der ersten Sitzung. Es ist eine große Ehre für mich, als langfristiges Mitglied Ihnen drei Herren vorstellen zu dürfen, die sich in diesem Thema bestens auskennen, besser als jeder sonst. Sie haben eine Studie für die ITB erstellt und einen Bericht erstellt. Es geht hier um den Status quo, die Maßnahmen und die Beispiele der Best Practice für Overtourism in Europa. Ich möchte ganz herzlich hier auf der Bühne begrüßen die folgenden Herrschaften, die diesen Bericht vorstellen: Professor Dr. Jürgen Schmude, der Professor für Tourismusforschung, und Harald Pechleiner, Professor Harald Pechleiner, Vorsitzender von IEST, und Professor Christian Lesser von IEST. Ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen von der DGT und IEST begrüßen und wir werden Ihnen heute unsere Untersuchung vorstellen. Ich werde im ersten Part etwas zur Entwicklung und zum theoretischen Hintergrund präsentieren, bevor Harald Pechleiner dann die empirischen Ergebnisse vorstellt. Wenn Sie gestern Abend die Gelegenheit hatten, die Eröffnungsreden zu hören, gab es keine Eröffnungsrede, in der das Wort Overtourism nicht gefallen ist. Und sei es bei Frau Merkel, die darauf hingewiesen hat, dass dieses Phänomen in Mecklenburg-Vorpommern nicht existiert.
Wir haben viele Synonyme dafür und wenn wir uns anschauen, wie die Medien das Thema aufgegriffen haben, dann haben wir zumindest im deutschsprachigen Raum keine der Tages- und Wochenzeitungen, die nicht über bestimmte Phänomene, über bestimmte Ereignisse unter dem Stichwort Overtourism berichtet haben. Auch die Fachpresse, hier das Beispiel Travel One auf der Folie, hat das Thema aufgegriffen. Mittlerweile haben wir auch eine ganze Zahl von Konferenzen, die sich mit dem Thema Overtourism beschäftigen. Also im Oktober hatten Harald Pechlaner und ich das Vergnügen, bei den Ammerlander Gesprächen dabei zu sein, war es das Thema. Wir haben es hier ganz prominent auf der ITB. In der nächsten Woche wird es in Bozen eine Konferenz dazu geben. Also das Thema ist auch in der Wissenschaft angekommen und das schlägt sich darin nieder, dass wir jetzt auch die ersten wissenschaftlichen Beiträge haben, die in einschlägigen Journals, Sie sehen hier oben das Journal of Destination Marketing and Management oder Tourism Future, vor wenigen Tagen ausgelaufen ist der Call für ein Special Issue zum Thema Overtourism, das in der Zeitschrift Tourism Planning and Development erscheinen wird. Also das Thema ist in der Wissenschaft auch angekommen, aber wir können eigentlich feststellen, es ist kein neues Thema. Wir hatten die Diskussion bereits auch schon mal in den 1980er Jahren, in den 1990er Jahren. Das lief dann natürlich nicht unter dem Begriff des Overtourism, sondern es ging um Entwicklung von Konzepten zum sanften Tourismus, später zum nachhaltigen Tourismus. Zumindest die älteren Kollegen unter uns kennen, Kolleginnen natürlich auch, kennen den Aufsatz von Robert Jung, der so ein Startpunkt gewesen ist. Wie viele Touristen bringe ich eigentlich auf einem Hektar Strand unter? Oder aber auch die immer noch lesenswerte Buch von Jost Krippendorf, Die Ferienmenschen. Oder dann in Richtung der Entwicklung von Konzepten, das lief immer noch nicht unter dem Begriff des Overtourism, sondern es ging um Tragfähigkeit, Carrying Capacity. Auch das Buch von Swarbrook Ende der 1990er Jahre, sehr lesenswert mit den verschiedenen Arten von Tragfähigkeiten. Und wir haben in der Wissenschaft dann durchaus auch eine Erweiterung, eine Modifizierung dieser Konzepte. Der Kollege Joel Mansfeld aus Israel hat beispielsweise dieses Carrying Capacity Value Stretch Model entwickelt, das sich in erster Linie um die soziokulturelle Tragfähigkeit gekümmert hat. Das Problem ist, wir haben es hier mit einem sehr vielschichtigen Phänomen zu tun. Und wenn wir uns anschauen, welche Arten es von Tragfähigkeit gibt, dann haben wir zum einen sowas wie die physische oder die infrastrukturelle Tragfähigkeit. Also wie viele Kreuzfahrtschiffe kann der Hafen überhaupt empfangen? Hier das Beispiel aus Istanbul. Oder vielleicht einfacher zu klären, wie viele Touristen verträgt ein Attraktionspunkt, hier die Höhle von Lascaux, auch mit einer interessanten Lösung des Problems, indem man die Höhle nachgebaut hat und die Touristen gar nicht mehr ins Original lässt. Aber das können wir nicht für Städte als Lösung anbieten. Wir haben darüber hinaus, auch das hat eine relativ lange Tradition, das Problem der ökologischen Tragfähigkeit. Wir haben das Problem der soziokulturellen Tragfähigkeit. Das ist gerade in Bezug auf die Diskussion um Entwicklungsländertourismus ja sehr intensiv gepflegt worden, dieses Thema. Wir haben aber, und das spielt in der heutigen Diskussion eine überragend wichtige Rolle, auch so etwas wie die perzeptuelle oder die psychologische Tragfähigkeit. Das sind die Ereignisse, die eben auch für das Aufsehen in der Presse im vergangenen Sommer gesorgt haben, wo Einheimische sich durch die Touristengruppe, hier das Beispiel aus Dubrovnik, das ja viel zitiert wird, belästigt fühlen. Und schließlich haben wir auch das Problem der ökonomischen Tragfähigkeit. Tourismus führt dazu, dass wir bestimmte Bereiche im täglichen Leben haben, etwa im Bereich der zur Verfügungstellung von Wohnraum,
Stichwort Airbnb, wo die einheimische Bevölkerung echte ökonomische Nachteile im Beispiel des Wohnraums eben durch Entzug von Wohnraum für den allgemeinen Markt betroffen ist. Das heißt, wir haben ein sehr vielschichtiges Problem. Wir haben unterschiedliche Akteure, die betroffen sind. Das geht von der lokalen Bevölkerung bis zu den DMOs, die letztendlich mit dem Problem, dieses Phänomen zu managen, konfrontiert sind. Aber wir haben auch ein Problem der Infrastruktur. Wir haben das Problem der natürlichen Ressourcen. Und für die Wissenschaft gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, wie wir mit dem Thema umgehen müssen. Die erste Herausforderung, welche Relevanz hat das Thema? Ist es so ein Hype-Thema, das im nächsten Jahr wieder verschwindet? Da stehen die Zeichen eher auf negativ, wenn wir uns anschauen, was die UNWTO an Entwicklung für internationale Touristenankünfte prognostiziert hat, von 1,2 Milliarden im Jahr 2017 auf 50% mehr, also 1,8 Milliarden im Jahr 2030. Wir haben aber auch das Problem, dass wir eigentlich noch keine richtige Definition haben. Was ist überhaupt Overtourism? Wie können wir das definieren? Geschweige denn die Frage, können wir nicht beantworten, wie können wir das messen? Gibt es die eine Zahl, die uns Auskunft darüber gibt, dass eine rote Linie überschritten ist? Wie können wir das Ganze managen? Wie reagieren die verschiedenen betroffenen Akteure darauf? Und das ist die Ausgangssituation, vor der wir gestanden sind, als wir uns überlegt haben, eine Studie hier für die ITB durchzuführen. Und Kollege Harald Pechlaner wird Ihnen die Ergebnisse präsentieren. Ja, danke, Jürgen Schmude, für die wesentliche und bedeutende Einführung in das Thema. Sie sehen ja, wir diskutieren hier über ein Phänomen, das wir zuerst definitorisch eingrenzen müssen. Zumindest ist das ein Grundbedürfnis der Wissenschaft. Auf der anderen Seite eben auch den Puls der Zeit fühlen und der Frage nachgehen, wo denn der Schuh drückt, warum das Thema überhaupt zum Thema wird. Wir gehen mal davon aus, dass es nicht ausschließlich um einen Medienhype geht, sondern eben um ein gefühlt relevantes Problem der Tourismuswirtschaft und angrenzender Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt auch politischen Lebens. Wir haben nach Abstimmung mit Professor Conradi, dem Leiter dieses ITB-Wissenschaftskongresses, zwei Arten von Studien gestartet, die eigentlich auch noch nicht zu Ende gekommen sind. Was wir Ihnen hier und heute zeigen, ist der qualitative Teil der Studie, nicht aber der quantitative Teil. Da müssen wir noch daran arbeiten und zeigen Ihnen aber 19 Interviews. Das klingt nicht viel, aber wir zeigen Ihnen, dass es am Ende eben doch sehr viel ist. Ausgewertet haben wir diese Studie, diese Interviews, die wir gemacht haben mit Gabeck, Winrelan basiert. Das sind leitfadengestützte oder narrative Interviews mit offenen Fragen, mit einem unglaublichen Aufwand in Sachen Codierung. Es geht darum, die Komplexität idealerweise zu reduzieren, eine Gliederung in Sinneinheiten zu machen und eben dann die Grundkodierung der Interviews mittels Schlüsselwörter hinzukriegen. Darauf folgt dann eben die Möglichkeit, komplexitätsreduzierte grafische Wiedergaben von, sagen wir mal, neu strukturiertem Datenmaterial zu ermöglichen. Es waren 19 Interviews insgesamt, das klingt nicht viel, aber daraus gingen am Ende 1100 Sinneinheiten mit knapp 1400 Ausdrücken hervor. Ich kann schon jetzt sagen, die häufigsten Nennungen bewegten sich im Spannungsfeld von Tourismus, Einheimischen und Gästen. Es geht am Ende um die Frage, wie denn diese Beziehung zwischen Einheimischen, zwischen Bevölkerung, wer auch immer das ist, einerseits und andererseits den Touristen, den Gästen, den Reisenden gestaltet werden kann.
Darin verbirgt sich wohl auch viel von dem, was wir gemeinhin als Nachhaltigkeit, als gesellschaftliche Nachhaltigkeit bezeichnen können. Am Ende hatten wir 76.000 Verbindungen zwischen den einzelnen Ausdrücken herstellen können. Wir haben versucht, in Europa zu streuen. Das war aber auch schon unser Einzugsbereich. Es war super spannend, diese Interviews zu führen. Ist ja nicht selbstverständlich, dass diese Interviews zu Overtourism geführt werden, denn wir haben natürlich festgestellt, dass die Destinationen an und für sich mit diesem Begriff nicht in Verbindung gebracht werden möchten. Es gibt nur ganz wenige Mutige, die dieses Thema auch proaktiv angehen und es als eine Chance erkennen, gewissermaßen die Grundfrage zu stellen, in welche Richtung Tourismus sich zukünftig in der jeweiligen Destination entwickeln, bewegen oder weiterentwickeln könnte. Und darin sehen auch wir einen zentralen Wert, Overtourism als Grundlage zu nehmen für eine neue Strategie oder für eine Überarbeitung der strategischen Grundlagen der Destinationsentwicklung insgesamt. Overtourism mag ein abschreckender Begriff sein. Es geht am Ende aber eben um die Belastungsgrenzen. Und der Kollege Schmude konnte über den Begriff der Carrying Capacity, der Tragfähigkeit, eben auch die unterschiedlichen Zugänge zu diesen Belastungsgrenzen oder gefühlten Belastungsgrenzen, um die psychologische Tragfähigkeit hier noch einmal zu zitieren, aufzeigen. Es ist kein idealer Begriff, aber es ist vielleicht genau der Begriff, den die Tourismuswirtschaft braucht, damit was passiert. Ja? Damit sozusagen hier auch Akteure in die Diskussion eingebunden werden, die es vielleicht vorher nicht waren. Wir haben gesehen, dass es einerseits um strategische Fragestellungen geht. Haben wir den richtigen Tourismus? Haben wir jene Gäste, die wir gerne hätten? Was müssen wir tun im Sinne einer alternativen Produktentwicklung, um genau jenes Angebot und auch jene Nachfrage zu ermöglichen, die auch abgestimmt mit der Bevölkerung gewissermaßen für die Destination eine gute wäre. Andererseits operative Fragestellungen wie Beschränkungen, Besteuerungen und dergleichen mehr, was wir im Anschluss dann mit Kollegen Lesser noch diskutieren werden. Sie sehen hier also jetzt diese Sinnzusammenhänge, sieht furchtbar kompliziert aus, trotzdem werde ich versuchen, Ihnen in hoher Geschwindigkeit zu zeigen, um was es geht. Ich sagte schon, dass die Gastgeberbeziehung sehr wichtig ist. Es gibt diese Verbindung zwischen Gästen und Einheimischen. Die Gastfreundschaft wird demgemäß aber eben beispielsweise durch Proteste, laute oder weniger laute, der Einheimischen bedroht. Es geht um die Akzeptanz der Gäste bei den Einheimischen, die durch das Phänomen Overtourism oder Overcrowding zurückgeht. Eine wichtige Rolle spielt damit bei der Akzeptanz auch das Gästeverhalten. Im Spannungsfeld der Gastgeberbeziehung sind nach Aussage der Interviewten die Unternehmen sehr wichtig und dort wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wenn es darum geht, Overtourism zu diskutieren, geht es auch darum, die Unternehmen einzubinden und mit ihnen das Management bzw. die Mitarbeiterinnen des Unternehmens. Also Schulung von Personal mag ein Aspekt sein, der eine Rolle spielt. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut und es geht dabei um die Akzeptanz. Wir haben gesehen, dass es ein interessantes Spannungsfeld zwischen städtischem, urbanen Einzugsbereich und dem ländlichen Einzugsbereich geht. Wir haben ja, wie Sie gesehen haben, einerseits Akteure in Städten und andererseits Akteure im ländlichen Raum interviewt. Das war uns wichtig. Sehr wohl ist die Diskussion vor allem in den Städten hochgekocht, wie wir wissen. Die Städte kennen wir ja im Wesentlichen, aber wir glauben, dass Overtourism am Ende auch den ländlichen Raum in der einen oder anderen Form eben betreffen kann. Ob das die Bergstraßenschließungen im Alpenraum sind oder ob das ein bestimmter Widerstand der Bevölkerung gegen Großveranstaltungen ist, sowas finden wir selbstverständlich auch im ländlichen Raum und hat am Ende nicht mit der quantitativen Frage des touristischen Aufkommens zu tun, sondern mit der Frage, was mögen Einheimische in ihren Regionen in Sachen Gäste aushalten. Und damit gilt das auch für den ländlichen Raum. Wenn wir uns die
Stadt ansehen, dann ist dort keine Frage ein bestimmter Handlungsbedarf in Bezug auf Overcrowding und Overtourism gegeben. Als spezifisches Problem wird die räumliche Konzentration von Gästen an speziellen Hotspots gesehen. Am Ende wird es auch darum gehen, wie lange wir es oder wie wir es managen können, dass Gäste an bestimmten Hotspots bleiben bzw. verweilen. Es muss gelingen, räumlich und zeitlich zu verteilen und zu schauen, dass sie möglichst wenig lange an den wesentlichen Hotspots in den Städten, zumeist in den Zentren, bleiben. Von zentraler Bedeutung ist die stärkere Betonung von Attraktionen außerhalb der Zentren, aber das ist natürlich nicht so einfach. Ja? Die Gäste wollen hinein. Und je mehr wir internationalen Tourismus haben, wir propagieren ihn ja immer und überall, umso mehr werden diese Gäste auch danach trachten, die eigentlichen Hotspots in den Zentren der Städte zu besuchen. Also, wir müssen sie reinlassen in die Zentren, sie lassen sich das auch nicht nehmen. Die Frage ist nur, wie lange bleiben sie dort und haben wir dann Alternativen, wo wir die Gäste eben auch noch hinschicken oder hinsteuern können. Die Verkehrsprobleme, die Lärm- und Abfallproblematiken, also doch schon sehr relevante Themen rund um das Umweltfeld, sind vor allem aus der Perspektive der lokalen Bevölkerung in den Aussagen der Interviewten ein kritisches Thema. Es geht also um diese Frage, wie gelingt es in den Städten, gewissermaßen auch das ländliche Umfeld, stärker in eine Gesamtstrategie einzubinden. Und es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir binden den ländlichen Raum ein, um Overtourism im städtischen Raum zu vermeiden. Nein, es geht darum, eigentlich praktisch eine neue Destination zu formen, wo die Dichotomie von Stadt und Land gewissermaßen auch aufgelöst wird. Das wäre der Idealzustand. Auf regionaler Ebene wird in unseren Interviews das Phänomen Overtourism und Overcrowding demzufolge weniger relevant und weniger als Problem gesehen. Ganz im Gegenteil ist es so, dass im ländlichen Raum häufig Tourismus als hochrelevanter Wirtschaftsfaktor gesehen wird und man kann es sich praktisch auch gar nicht leisten, gegen diesen relevanten Wirtschaftsfaktor zu sein. Das ist das eine. Das andere, wir haben im ländlichen Raum häufig die klein- und mittelständische betriebliche Struktur im Bereich der Beherbergung, der Verpflegung, der Gastronomie, die wir dort vorfinden. Und auch das ist ein Faktor, der gewissermaßen den ländlichen Raum eigentlich längst nicht so stark negative Aspekte des Tourismuswachstums oder der Tourismusentwicklung erkennen. Sie sehen rechts die DMOs in den ländlichen Destinationen, die dort eine überdurchschnittlich hohe Rolle in der gesamten Thematik spielen. Von ihnen wird schlicht und ergreifend Leadership abverlangt. Sie sollen im Bereich des Marketings und der Produktentwicklung mit gutem Beispiel vorangehen, beispielsweise indem sie auch dezentral wirken. So wie überhaupt die Rolle der DMO, und jetzt ist die Frage, ist es die Destination Marketing Organization oder ist es die Destination Management Organization? Wir würden zu zweiterem tendieren. Marketing müssen wir vielleicht auch vor diesem Hintergrund neu definieren, eben auch diese Rolle neu darstellen. Am Ende geht es wieder um diese Gastgeberbeziehung. Um die, seien wir ehrlich, wir uns in den letzten Jahrzehnten auch relativ wenig gekümmert haben. Uns war es wichtig, attraktive Punkte, Attraktionspunkte zu gestalten. Uns war es wichtig, die Gäste für unsere Attraktionspunkte zu begeistern. Uns war es wichtig, entlang der Customer Journey die Menschen für das Erlebnis zu begeistern. Uns war es weniger wichtig, dass wir die Einheimischen in die Produktentwicklung seriös und ernst und nicht nur am Rande auch einbinden. Hier wird sich die Rolle der DMO ändern und diese Destination Management-Funktion vielleicht auch einen neuen Bedeutungsinhalt bekommen. So ist die Grundaussage eigentlich aus den Interviews. Aber wir merken, dass die DMO, diese Destination Manager, dem Thema gegenüber sehr vorsichtig sind. Es ist ihnen lieber, wenn man es mit sanften Mitteln managen kann. Es ist ihnen nicht recht, wenn man mit harten Maßnahmen, aber dazu kommen wir noch, in die Diskussion einsteigt. Zur Strategie. Sie sehen, es gibt einerseits diese Institutional Levels, diese Ebenen der Organisationen und der Kooperationsgruppen,
die das steuern müssen. Andererseits gibt es konkrete Beispiele, wie Desaisonality. Renovation bedeutet in dem Sinn eigentlich eine Qualitätssteigerung des Angebotes, Bereich Beherbergung und Verpflegung. Das Guiding, ich komme dazu noch, ist auch ein sehr wichtiges Feld. Entscheidend in den Interviews war auch die Frage, ob es gelingt, so eine Art alternative Produktentwicklung zu lancieren. Nebst den bestens gemanagten, vielleicht auch schon ausgetretenen Pfaden der Produktentwicklung eben auch alternative Produkte und Angebote ins Spiel zu bringen und gewissermaßen über diese alternativen Angebote auch die einheimische Bevölkerung binden zu können. Keine Frage, es wurde angedeutet, wir müssen über die Frage des Steuerns reden und welche Möglichkeiten wir am Ende auch haben, um messen zu können. Die Digitalisierung kommt den Destinationen zunehmend entgegen, weil es gelingt, evidence-based auch Daten zu generieren, die es ermöglichen, dass man sehr schnell neue Attraktionen ins Spiel bringt, beziehungsweise die Gäste auf andere Attraktionspunkte innerhalb der Destination aufmerksam macht. Zentrale Maßnahmen, die mehrmals im Zusammenhang genannt wurden, sind, oben sehen Sie die Bewegungsdaten und die Arbeit mit Tracking-Tools als Grundvoraussetzung, um Monitoring zu ermöglichen und damit Strategien der Sensibilisierung zu entwickeln. Wie anhand zweier Zusammenhänge links oben und links unten zu erkennen ist, werden beschränkende Maßnahmen eher abgelehnt. Vielmehr geht es um Überzeugungsarbeit und Aktionen, die Tourismusakzeptanz fördern. Tourismusbewusstsein, Tourismusgesinnung und Tourismusakzeptanz sind drei Schlüsselwörter, die immer wieder auch in den Interviews genannt wurden. Kommen wir noch zur Besucherlenkung als zentrale Strategie für das Management von Overcrowding respektive Overtourism in Destinationen. Zum einen kann die Lenkung durch das gezielte Marketing alternativer Attraktionspunkte erfolgen. Wir sagten das schon, die Verantwortung liegt einmal mehr bei der DMO. Der Fokus sollte hier allerdings im ländlichen Raum liegen, der stark frequentierte Destinationen umgibt. Also die Destination verändert eigentlich auch ihr Produktmarktportfolio, um eine räumliche und zeitliche Verteilung von Gästeströmen besser zu ermöglichen. Für die konkrete Umsetzung von Lenkungsmaßnahmen kann man sich konkrete Anregungen in Nationalparks oder überhaupt in naturbasierten Tourismusattraktionen holen. Das kommt von den Interviewten, wird von den Interviewten immer wieder auch genannt. Ich komme zum Ende. Bei Beschränkungen geht es primär um Lenkung und weniger um Kontingentierung als Lösungsansatz. Das ist das Feedback, das wir aus den Interviews haben. Ob das ausreichen wird, wird uns Christian Lesser im Anschluss sagen. Sie sehen links in Destinationen, in welchen die Überbelastung bereits sichtbar ist, ist es von zentraler Bedeutung, bei der Lösung von Interessenskonflikten gegenseitiges Verständnis zu zeigen und eigentlich auch zu entwickeln. Dieses Vorgehen ist gleichermaßen präventiv für Destinationen, die dieses Phänomen Overtourism zumindest gefühlt noch nicht haben. Also Overtourism ist nicht etwas für Destinationen, die längst schon im Schlamassel drinnen sind, sondern Overtourism ist eigentlich ein Phänomen, das eine gute Grundlage sein kann, um proaktiv eine Nachhaltigkeitsoffensive, lassen Sie es mich so nennen, zu starten. Oben links reden wir von der Begrenzung in der Quantität. So wird vor allem aus der Sicht der DMOs die Begrenzung von Bettenzahlen als mögliche Strategie genannt. Verehrte Damen und Herren, es steht vielleicht ein Paradigmenwechsel an. Wir legen den Fokus immer weniger rein und ausschließlich auf den touristischen Erlebnisraum, sondern schwenken auch stärker hin zum Lebensraum der einheimischen Bevölkerung. Dialogmanagement könnte vielleicht ein Ausdruck sein, den ein Praktiker genannt hat. Es geht um strategische und operative Fragestellungen. Die Beschränkungen und die Besucherlenkung sind ein Aspekt. Aber damit einhergehen muss die Frage, welchen Tourismus will man in der Destination am Ende haben? Sich ausschließlich auf die Lenkung und Steuerung zu beschränken ist oder zu konzentrieren, ist möglicherweise zu wenig.
Jede Destination ist am Ende einzigartig und es gilt aufgrund dieser Einzigartigkeit auch bestimmte Maßnahmen zu setzen. Die Maßnahmen, die Instrumente mögen am Ende dieselben sein, aber die Frage der Durchsetzung dieser Instrumente, die Politikrelevanz dieser Instrumente, das ist das zentrale Thema, das ist die Herausforderung für das Destinationsmanagement und die politischen Akteure, die dabei eine Rolle spielen. Jemand hat gesagt in einem Interview, nicht in einem Interview dieser Studie, in einem anderen Interview, um was geht es eigentlich? Geht es um Overtourism oder geht es um Undermanagement? Ja? Wahrscheinlich müssen wir nebst dieser operativen Frage der Besucherlenkung und Steuerung in touristischen Destinationen eben auch die strategische Frage, welchen Tourismus man will, zukünftig im Blick haben. Und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und gehen dann auch schon in die Diskussion mit Professor Lesser. Christian, du bist Ökonom. Hm? Und bekannt für eine direkte und klare Sprache. Was würdest du sagen? Was ist los mit diesem Phänomen Overtourism? Wir haben heute schon im ersten Voting gesehen, dass das Thema offensichtlich ein relevantes Thema ist und das auch bleiben wird. Aber um was geht es eigentlich? Es ist eigentlich ein wunderschönes Studienobjekt, zu meinen, aber eben Gott sei Dank auch ein real zu lösendes Problem. Und ich glaube, bevor wir über Lösungen diskutieren, müssen wir uns nochmal der Ursachen bewusst werden, weshalb wir eigentlich überhaupt darüber diskutieren. Ich glaube, tiefer liegend ist Tourismus leider, Anführungszeichen, ein Phänomen, wo ich sehr viele private Gewinne habe, Unternehmen, Leute, die Geld verdienen mit Tourismus. Und ich habe sehr viel sozialisierte Verluste, wie ich das nennen würde. Wenn ich meine sozialisierte Verluste, sprich, dass ich Empfänger von möglichen negativen Effekten, sind nicht die gleichen, die das Geld verdienen in diesem Tourismus. Und weshalb ist das so? Weil Tourismus halt immer noch mehrheitlich oder großmehrheitlich im öffentlichen Raum stattfindet. Und wie wir alle wissen, öffentlicher Raum ist zugänglich für alle. Wir glauben, wir sind zumindest der Meinung, wir können öffentlichen Raum nicht beschränken. Wir lassen jetzt das einfach jetzt mal so stehen. Das heißt, wir haben eben genau dieses Problem, private Gewinne und vergemeinschaftete Verluste. Das ist einmal die grundlegende Ausgangslage, mit der wir handeln müssen. Wenn ich jetzt so ein bisschen über das Wasser gehe und einfach unmittelbar schaue, weshalb sind wir eigentlich heute in dieser Situation, sind das eigentlich mehrfache Gründe. Und es ist ein bisschen eine Chicken and Egg, also eine Huhn- und Ei-Geschichte. Also was kommt zuerst? Hat was mit der Nachfrage zu tun, aber es hat auch mit dem Angebot zu tun. Ich fange mit der Angebotsseite an. Wir hatten in den vergangenen, würde ich sagen, 20 Jahren eine unglaubliche Kapazitätsausweitung in mehrfachen Bereichen. Im Transportbereich mit den Low-Cost-Airlines sind größere Distanzen sind ubiquitär geworden. Es geht nicht mehr ums Geld, kann ich mir einen Flug bezahlen? Sonst geht eigentlich nur noch darum, kann ich da hinfliegen, also habe ich genug Zeit, um diese Reise zu machen. Das hat große Massen von zusätzlichen Reisenden quasi in Bewegung gesetzt. Das zweite Phänomen ist eines, das wir vielleicht eher ein bisschen seit kurzem beobachten können, ist die Peer-to-Peer-Economy, also Stichwort Airbnb, also eine gigantische Mengenausweitung im Beherbergungssektor. Also wir haben also Transport und Beherbergung, beides. On top of that könnte man fast sagen, kommt es noch die Cruise Industry dazu, wo ich eigentlich beides habe, Transport und Beherbergung, nicht wahr? Und diese starke Akzentuierung, wo wir auch ein großes Mengenwachstum haben. Also das ist so quasi die Angebotskomponente. Wenn ich jetzt mir die Nachfrage anschaue, und da haben wir wirklich ein Rezept für Desaster, könnte man fast sagen, dass ich parallel zwei Entwicklungen habe. Zum einen Interkontinentalisierung des Tourismus oder Internationalisierung. Also ich habe sehr wachsende Anteile Erstreisender und es ist klar, die Erstreisenden, die wollen dann die touristischen Hotspots, die gehen nicht irgendwo in die Pampa. Ich sage es wirklich mal ein bisschen so. Und gleichzeitig haben wir auch eine regionale, also wenn ich sage regional europäisch, eine Mengenausweitung und beide prallen jetzt aufeinander. Also wirklich, wir haben gleichzeitig Angebotswachstum, Nachfragewachstum, eine andere Nachfragestruktur, die im Prinzip all das beschleunigt,
was wir heute beobachten. Eigentlich eine ganz klare Analyse. Einerseits, was ja wirklich spannend ist, die Erstreisenden, die starke Internationalisierung, davon war die Rede, auch am Ende in der Studie. Und auf der anderen Seite eben auch das Wachstum angebotsseitig. Ja. Vielleicht noch einmal zurück. Welche sind die großen Treiber? Die Digitalisierung, Airbnb beispielsweise, diese Peer-to-Peer-Geschichten sind ja möglicherweise auch vor allem durch die Digitalisierung im Besonderen möglich. Welche sind andere Treiber politischer, wirtschaftlicher Art, auch auf globaler Ebene, die am Ende dazu führen, dass das Overtourism gefühlt ein Thema ist? Also gut, ich meine, man könnte so sagen, international betrachtet waren wir noch nie so unfrei zu reisen wie heute. Also vor 100 oder 150 Jahren, wenn Sie irgendwo hingehen wollten, konnten Sie dahin. Das war also praktisch, gab es keine Visa, es gab kaum Reisehemmnisse. Die Reisehemmnisse waren andere. Es gab einfach keine Transporte oder es war zu teuer oder man konnte es sich nicht leisten. Aber grundsätzlich, die Digitalisierung hat natürlich schon gewisse Dinge beschleunigt. Ubiquität, also Allgegenwärtigkeit und Verfügbarkeit von Informationen. Ich kann auch kurzfristige Entscheidungen treffen. Ich meine, wenn ich heute innerhalb von 2 Minuten irgendwo ein Hotel buchen kann, ist das eine andere, habe ich da keine Hürde mehr. Früher musste ich vielleicht noch in ein Reisebüro, um sowas zu machen und nach mühsam Informationen zusammenzutragen. Also die ganzen Entscheidungsperioden haben sich relativ stark verkürzt mit der Digitalisierung. Damit kann ich auch impulsiver entscheiden. Ich kann einmal am Donnerstag sagen, ich fliege am Freitag irgendwo hin und komme am Sonntag wieder zurück. Und das beschleunigt natürlich das ganze Reiseverhalten auch und ist vielleicht noch ein zusätzlicher Faktor, oder dass man unter die Nachfrage packen könnte, was da noch geschieht. Ja, verehrte Damen und Herren, wir dürfen die Kollegen am Desk noch einmal bitten, dass wir jetzt die zweite Public Voting Question einspielen. Sie sind wieder dran. Die große Frage ist die, in your opinion, which of the following reasons propels overtourism the most? Das, was Sie hier an Antworten und Antwortvorschlägen sehen, ist eigentlich genau das, was Professor Christian Lesser jetzt aufgezeigt hat. Und damit das Wort bzw. die Stimme an Sie. Ich war gespannt. Du stehst da. Ja, stellst du mir noch eine Frage oder was? Nee, okay. Einfach abschließen. Ja, ich glaube, das ist wieder spannend zu sehen. Growth of Tourism Demand in General. Christian, ich würde dir die Interpretation der Ergebnisse überlassen. Na, ich sag mal so, die Fragen 1 bis 3, das sind die Facilitators, wie man so schön nennt. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass wir die Nummer 4 haben können. Ich würde der Meinung eigentlich auch beistimmen aus dem ganz simplen Grund eben, wenn ich vorher gesagt habe, internationale Tourism, wenn ich weiß, dass ich in China und in Indien jedes Jahr 20 bis 30 Millionen neue Personen habe, die quasi in die Mittelklasse eintreten. Also wir haben hier eigentlich ein Perpetuum mobile für Wachstum, wo ich sagen müsste, wir können aufhören, unsere Destinationen in diesen Ländern zu vermarkten. Die Leute werden automatisch kommen, aus dem ganz simplen Grund, weil die wollen ja reisen. Es ist ja nicht so, dass der Mensch nicht reisen will, das ist ja in unseren Genen drin. Das heißt, wir müssten da eigentlich nichts mehr machen, sondern einfach uns vorbereiten, die Kasse auftun und dann möglichst effizient abkassieren, wenn sie dann da sind. Aber da könnten wir dann durchaus noch ein paar Dinge verbessern, würde ich sagen, wenn es ums Abkassieren geht. Da haben wir noch beträchtlich Luft nach oben. Ne? Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil der Diskussion. Es war ja in der Studie die Rede von Messen, es war die Rede von Beschränkung. Es gab ja den ein oder anderen Interviewpartner, der sich auch darüber aufgeregt hat, dass es einige gibt, die eine Obergrenze fordern. Ja? Also es gibt unterschiedliche Vorschläge, um das Phänomen in den Griff zu kriegen, je nach gefühlter Lage. Aber es gibt andererseits zunehmend einen Bedarf nach Instrumenten, um dieses Phänomen überhaupt in den Griff zu kriegen. Ja? Und deswegen die Frage an dich, wie
Wir haben jetzt vorhin über das Warum geredet, wie wir allenfalls diese Phänomene messen und allenfalls auch steuern können. Ich möchte auch, wie bei deiner ersten Frage, zuerst ein bisschen unter das Wasser gehen, bevor ich dann über das Wasser steige. Noch einmal, warum haben wir eigentlich eben Overtourism, würde ich sagen, ist weitgehend ein Wahrnehmungsproblem. Also wann, glauben wir, sind zu viele Touristen, das sei jetzt einmal dahingestellt. Jetzt wissen wir einfach, wir haben zwei Seiten, wir haben eine Tourismusindustrie im weiteren Sinn, das sind all diejenigen, die Geld verdienen mit dieser Aktivität, und wir haben sehr viele Menschen, Institutionen, Unternehmen, die möglicherweise quasi Empfänger sind von negativen Effekten aus der reinen Menge hinaus. Und bevor wir jetzt über Maßnahmen, bevor wir ganz über spezifische Maßnahmen diskutieren müssen, müssen wir auch eine Art politischen Dialog, also das, was du mit dieser Dialoggeschichte vorher gesagt hast, um uns überhaupt einmal irgendwo durch nicht einig zu werden, aber wenigstens ein Gespür zu kriegen, wo sind Schwellenwerte, wo sind Grenzwerte. Und zwar kontextgetrieben. Also man kann nicht einen Grenzwert für alle machen, sondern es wird Grenzwerte für einen Attraktionspunkt geben, es kann vielleicht Grenzwerte für eine Altstadt geben, aber das muss idealerweise zwischen den Empfängern der negativen Effekte und den Profiteuren, also denjenigen, die Gewinne machen mit dieser Aktivität, verhandelt werden, um zu verhindern, dass der Regulator einschreitet. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn jetzt Regierungen sagen, da machen wir jetzt Limiten und das ist erledigt, ohne dass hier ein politischer Prozess stattfindet. Also ich glaube, da brauchen beide Seiten Dialogfähigkeit, also die Industrie zum einen, aber auch diejenigen, die quasi eben diese Effekte empfangen, um einfach mal eine gewisse Einigkeit darüber zu bekommen, wann akzeptieren wir beide Seiten, dass das Problem ein Problem ist, also im Sinne von Grenzwerten. Und wenn wir, das ist die eine Schiene, und wenn ich jetzt quasi über das Wasser wieder gehe und ganz konkret sage, ich möchte das im Rahmen so wie eine Art Eskalationstreppe, ihr habt das vorher in der Studie eigentlich auch schon ein bisschen erwähnt, eben mit diesen Grenzwerten, die ich vorher gesagt habe, da geht es um diese Kapazitäten, die Sie erwähnt haben, Kollege. Und jetzt, wenn es um die Maßnahmen geht, ich meine, auch hier können wir eskalieren. Wir können ganz einfach anfangen, dass wir sagen, Information und einfach Überzeugungsarbeit, das ist ein Quick Win, das kann ich relativ schnell machen. Das heißt, dass ich das Marketing eben nicht nur darin besteht, Leute zu holen, sondern Marketing auch daraus besteht, Leute zu informieren, wann sie idealerweise kommen oder eben nicht kommen, und versuchen hier Überzeugungsarbeit zu leisten. Und hier sind wir auch, ich sage es ganz offen, noch nirgends. Also ich sehe diese Messages eigentlich nie, dass einem empfohlen wird, ganz spezifisch sogar in einer Werbebotschaft, komm nicht im Juli, weil 100.000 andere kommen dann auch. Die zweite Stufe, jetzt wird es natürlich schon enger, dass ich wirklich anfange, dort zu begrenzen, wo ich begrenzen möchte. Also das Beispiel, wie es jetzt Venedig anfängt zu machen. Ich würde das allerdings dann verbinden mit einem Reservationssystem, dass nicht plötzlich Leute an verschlossenen Türen stehen und nicht in ein Objekt oder in eine Stadt oder einen Ort reinkommen können. Aber Kontingentierung ist sicher, das ist durchaus überlegenswert, einfach aus dem Simpel, auch das kann ich theoretisch relativ schnell umsetzen, sofern ich mir einig geworden bin, was verträgt ein Ort. Die dritte Ebene ist dann, wenn es wirklich um die Preisschraube geht, das heißt, ich sage es mal so, Barcelona, die Touristentaxen werden verfünffacht, und dann wird sich ein Teil des Problems möglicherweise auch lösen. Und wenn ich einen Teil dieses Geldes dann an die Empfänger der negativen Effekte verteile, dann könnte ich möglicherweise auch ein gewisses, den Unwillen könnte ich auch ein bisschen temperieren. Die vierte Stufe ist nämlich auch das, was du vorher schon gesagt hast, Harald, dass wir mit planerischen Maßnahmen versuchen, die Hauptzentren und die Hauptattraktionspunkte zu entlasten. Also Sydney zum Beispiel versucht das fast verzweifelt mittlerweile, um die Leute aus der Stadt rauszukriegen. Also man schickt die dann halt mal in den Süden oder man schickt sie hoch nach Newcastle oder solche Dinge. Oder auch künstliche Attraktionspunkte. Wenn ich jetzt schaue, dass Disney in Mandla Valley in Paris wieder mehr investiert, ohne dass sie es wollen, wahrscheinlich ist das auch, könnte das eine mögliche Entlastung sein, auch der Innenstadt. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Man sollte das eben nicht nur sehen im Sinne von, wie gehe ich, dass das für die Einheimischen einen Nutzen bringen soll, sondern eben auch für die Touristen, weil am Ende des Tages
Am Ende des Tages profitieren auch die Touristen davon, wenn sie etwas genießen können in einem einigermaßen verträglichen Umfeld und sich quasi nicht in einem Kampf befinden mit anderen Touristen. Damit haben wir eine klassische Win-Win-Situation. Wunderbar. Danke an Christian Lesser für diese 3 bis 4 konkreten Überlegungen, wie man das Phänomen Overtourism oder Overcrowding im Speziellen dann in den Griff bekommen könnte. Und damit darf ich die Kollegen vom Desk um die dritte Public Voting Frage bitten. Which of the following bundles of measures for visitor flow management do you prefer? Und die 4 Antworten, die Sie vorfinden, sind eigentlich genau jene 4 Maßnahmenbündel, die Professor Christian Lesser soeben auch mit Beispielen dargelegt hat. Der Weg ist frei, Sie stimmen ab. Es geht gerade auf. Just in time. Du gibst noch ein Ding ab, gell? Okay. Christian. Es ist fast wie bei den italienischen Wahlen, nicht wahr? Italienischen Wahlen. Jetzt müssen wir überlegen, wo könnte ich jetzt Maßnahmen bündeln machen. Dann, aber hier kannst du Mehrheiten bilden. Ich kriege Mehrheiten hin, also mit Nummer 1 und mit Nummer 2, das hätte ich jetzt auch. Das hätte ich jetzt auch bevorzugt, weil das Nummer 4 ist eine sehr langfristige Maßnahme. Und Nummer 3 ist eben dann auch das Problem, dass Tourismus heute quasi ein demokratisches Recht ist und ich damit natürlich quer in der Landschaft liege, wenn ich jetzt versuche, mit Preisen die Massen quasi rauszuekeln. Das will wahrscheinlich auch niemand. Ja? Ja. Es ist interessant zu sehen. Vielen Dank für diese Einschätzung von Ihnen. Ja, und damit kommen wir just in time zum Ende. Ich darf Kollegen Schmude, bevor er das Wort an David Ernem weitergibt, um den Abschluss hier am Podium bitten. Ich glaube, wenn wir ein Fazit aus unserer Veranstaltung ziehen, dann können wir zum einen festhalten, dass offensichtlich Konsens ist, dass wir beim Phänomen Overtourism es nicht mit einem temporär jetzt mal aufpoppenden Thema zu tun haben, das das Sommerloch gestopft hat. Sondern das zeigt ja auch Ihre Einschätzung bei der ersten Umfrage, dass wir es hier mit einem Phänomen haben, das sicherlich uns die nächsten Jahre begleiten wird. Was wir auch feststellen können, dass wir noch so ein bisschen im Dunkeln fischen, im Trüben fischen und nicht so wirklich wissen, was wir machen sollen. Und es gibt sehr kontroverse Diskussionen, beispielsweise über die Preissteuerung. Sie haben es angesprochen. Machen wir damit nicht den Prozess der Demokratisierung des Reisens rückgängig und schaffen wieder ein elitäres Gut, wie wir das schon mal vor 200 Jahren gehabt haben? Ob das der richtige Weg ist, mag ich persönlich auch bezweifeln. Was sicherlich auch offensichtlich geworden ist, dass es die Blaupause nicht gibt, die sich aber oft die Touristiker von uns ja auch als Wissenschaftler versprechen. Sag mir doch, nach welchem Rezept kann ich hier kochen, dass das Gericht am Ende allen schmeckt. Auch da, glaube ich, ist noch viel auch von der Forschungsseite zu leisten, sodass ich mir sicher bin, dass wir über dieses Thema nicht nur einmal auf der ITB so intensiv diskutiert haben, sondern wir werden das sicherlich in den nächsten Jahren auch wieder aufgreifen. Und damit darf ich an unseren Moderator übergeben. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank, meine Herren, für diese sehr tiefgreifende Studie, die wir gesehen haben und auch die Ideen, die Sie mit angebracht haben, die möglicherweise Lösungen zeitigen werden. In 15 Minuten findet eine Gesprächsrunde statt mit Vertretern einiger jener Tourismusdestinationen, die von starken Besucherströmen betroffen sind, besetzt wird und die darüber sprechen werden und die eine Einsicht bieten werden über ihre Situation. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle an die Herren auf der Bühne und wir sehen uns wieder in 15 Minuten.